natürlich. Halt auf. Lücke. Entschuldigung. Nein, kapierst du das nicht? Die Frau, die, ich weiß nicht, die ist unverwechselbar. Verstehst du? Ja, und für die brauche ich natürlich auch eine unverwechselbare Uhr, ist doch klar. Was heißt denn unverwechselbar? Ja, unverwechselbar. Aber Uhren werden heute industriell hergestellt. Selbst die Edelsten aus Glashütte oder so, selbst die gibt's nicht mehr. Alter, hast du Glashütte gesagt? Ja, Glashütte. Ey, das ist es, Baby. Aua. Ich hab dir eine Glashütte mitgebracht, ey. Was gut auf sie aus, sie soll mal unseren Enkeln gehören. Gott. Komm, das ist der letzte, okay? Der letzte seit 12 Läden ist das der ey, letzte. Die haben bestimmt eine Glashütte oder sowas. Eine Glashütte kostet 20.000 Mark, du willst doch nicht 20.000 Mark für eine Uhr ausgeben, oder wie sehe ich das? Warum nicht? Okay, pass auf. Ich warte im Wagen, mach dein Quatsch alleine, aber beeil dich, okay? Okay. Unisex, das ist der neue Trend. Die können Männer und Frauen tragen. Unisex, ja? Ja, das klingt gut. Und was würde die kosten? 6.500. 6.000, Ja, das ist das Minimum, ne? 6.500? In Stahl. Wir haben sie natürlich auch in Gold da. Oh, nee, Gold. Nee, nee. Ich finde die... Guten Tag. Sehr schön so. Also, die ist schön schlicht. Wir sind an etwas Sportlichem interessiert. Hätten Sie da was da? Oh, wenn Sie mal bitte schauen. Ja. Kann ich die mal anprobieren? Natürlich, selbstverständlich. So, schauen Sie sich mal die an. Ja. Die gefällt dir? Die ist kaputt, schauen Sie mal. Zeigen Sie. Das schließt gar nicht. Oh Gott, Sie haben ja recht. Wie wäre sie hiermit? Die wäre was für mich. Wir haben auch noch andere da. Bitte entschuldigen Sie mich einen Augenblick. Gerne. Was kann ich für Sie tun? Einen Augenblick, bitte. Also für 6.500 Mark kann man schon erwarten, dass der Verschluss funktioniert, oder? Darf es eine Armbanduhr sein? Ich zeige Ihnen die mal. Nein. Und die vielleicht? Also, wenn Sie 2.000, 3.000 runtergehen, dann... 2.000, 3.000. Ja. Und die? Nein. Bianca, bitte kommen Sie doch mal. Ja, einen Moment bitte. Der junge Mann möchte einen Wecker, oder? Blitz. Vielleicht meint der Diamant. Kann ich dir helfen? Was? Willst du uns zeigen, was du suchst? Ein bitte was? Haben Sie Funkwecker? Natürlich haben wir Funkwecker. Auf Wiedersehen. Schönen Tag noch. Wiedersehen. Wiedersehen. Stehen! Ausgefallen, die Jungs! Hey! Alles okay? Ja, okay. Mist! Hey. Ja, aua! Die haben was mit dem Kreis! Die sollen nicht los, dann sind sie! Was ist los, Mann? Was passiert? Das war ein Überfall. Die sind mit dem Uhren weg. Die Geld krankgeschrieben? Wie lange? Du kennst ihn doch, Rayo. Er hat sich mal wieder voll reingeschmissen. Hingeschmissen wohl eher. Wie lange ist er krankgeschrieben? Hey, Miguel, was machst du denn hier? Na, seine Zeugenaussage. Zeugenaussage? Wozu denn Zeugenaussage? Die ganze Welt weiß von eurem genialen Vorgehen. Was machst du denn hier? Raus! Chef. Oh Gott, Chef, jetzt kümmere dich. Direkt neben euch. Jugendliche Ladendiebe. Unbewaffnet. Das ist doch wohl... Ja, was hätten wir denn machen sollen? Das ging so schnell. Komm, du kennst die Fußgängerzone um die Uhrzeit. Nein, die kenne ich nicht um diese Zeit. Da sitze ich hier auf meinem Hintern und arbeite. Raus! Hey, als die beiden reingekommen sind, ich habe sofort geschnallt, mit denen stimmt was nicht. Ich wollte erst mal observieren. Du bist vollkommen überrascht worden, stimmt's? Ja.
Du hast mir nicht gesagt, dass Robert mitmachen lässt. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Ey, du hast meinen Ball. Ja, also du hast das. Mein Ball. Ja. Alter, fuck. Hey, die Pille. Hör auf, lass den Scheiß. Was haben wir denn hier? Ey, spinnt? Die hat mich gebissen. Hey, da ist er ja, unser Held. Und wenn es den nicht gäbe, man müsste ihn erfinden. Ja, hallo, mein Hörgerät ist ausgefallen. Kann mir das mal jemand übersetzen? Er sagt, der Typ, der euch verfolgt hat, hätte fast Franziska erwischt. Ach, um sie macht er sich Sorgen. Okay, pass auf. Wenn du dabei bleiben willst, tu, was ich dir sage und halt die Schnauze. Kapiert? Na also. Und wer jetzt noch meckert, kriegt eins auf den Wecker. Wow. Ey, Finger weg. Der Dier ist viel wert? Sieht irgendwie normal aus. Ey, zeig mal ein bisschen Dankbarkeit. Das ist ein super teures Schweizer Teil, Alter. Ich hab keinen Bock mehr auf Klamotten und CDs. Billiger Plunder. Das lohnt nicht. Dafür riskiere ich's nicht mehr. Stimmt. Bargeld wäre cooler. Dann einfach shoppen gehen und an der Kasse bezahlen. Es ist ja schön, dass ihr das genauso seht. Seid ihr heute Abend dabei? Mr. Holmes, Mr. Watson. Ayo, Miguel meint, wir sollten die Sache trotz allem weiterverfolgen. Mhm. Ich meine, Chef, so nah dran wie ich war keiner. Nicht unsere Zuständigkeit. Dezernat Raub. Freund, erhol dich gut. Ich mach weiter, ist doch Ehrensache. Du bist krankgeschrieben. Bin ich krankgeschrieben? Du bist nicht krankgeschrieben? Ich bin topfit. Chef, der Arzt hat gesagt, Herr Alvarez hat ja gesagt, alle Achtung, weiter so. Wie heißt der Arzt? Chef, gib mir eine Chance, okay? Miguel, ich will dieses auch mal laufen. Nee, jetzt sieh das doch mal positiv. Du hast doch jetzt viel mehr Zeit für dein... Wie heißt der gleich? Ja, für deinen unverwechselbaren Handel. Hast du schon Ruhe drauf? Robert? Den Tipp habe ich von Robert. Von mir. Da steht eine riesen Villa in Godes. Hier, hopp. Robert. Der besitzt das irgendein Professor oder sowas. Hat auf jeden Fall einen Haufen Kohle. Und jetzt kommt das Beste. Kuckuck. Er ist verreist. Jetzt kommt das Allerbeste. Der Typ, der mir den Tipp gegeben hat, der nimmt uns die Sachen nach dem Bruch ab. Astreine Löhnung. Und er? Er? Macht natürlich mit. Hier. Der vermasselt's doch. Die ist für dich. Ja, geht ein bisschen schwer zu, aber du hast ja geschickte Hände, ne? Der vermasselt's doch. Der vermasselt nichts. Komm, Anna, was ist denn los? Hey, Mann, wir waren verabredet. Hä? Wieso denn gesperrt von ganz Leipzig? Ich meine, ich... Aus welcher Abendausgabe? Hanna, du weißt genau, was die Presse immer vom Dreck schreibt. Das stimmt alles gar nicht. Das haben die erfunden. Was ist... Hanna? Hanna? Prost. Hey, danke. Beile Bruder, Beate, bitte ein. Okay, reg dich nicht auf. Ich verstehe dich. Dein Bruder behandelt dich echt wie ein Kind. Komm, wir müssen los. Eine Taschenlampe für dich und wir sind da. Tu mir einen Gefallen, fummel mir nicht dazwischen. Ey, wo bleibt ihr denn? So, sind wir zu spät? Von
Ja, sag mal, wofür verteile ich eigentlich scheiß teure Uhren, hä? Ich hab gesagt, Robert, ich hab Schäden. Halt die Fresse! Da. Die sind für dich. Oh Mann, ey. Sag ihm, er kann Schmiere stehen, okay? Sag ihm das. Will machen. Ja, was er sagt, ist ey, ich hab's verstanden. Ich zick jetzt nicht weiter rum, sonst könnt ihr beide nach Hause fahren, okay? Okay. Kommen, hey, hier sind die Walkies. Ja, super. Sind von meinem kleinen Bruder. Funktionieren aber super. Ja. Was soll denn das werden? Stille Post? Sag doch mal nach. Ja. Go. Ist da wer? Was machen Sie denn hier? Dort. Los, weg hier. Komm, ist nicht deine Schuld. Los, komm. Jetzt wollen wir hier schneller draußen gewesen. Das war Roberts Schuld, dieser verdammte Krupp. War nicht Roberts Schuld. Kein Zuhause? Das Revier ist mein Zuhause. Hey Miguel, du weißt genau, wenn Heinrich... Hör mal, du hast mir versprochen, mich auf dem Laufenden zu halten, oder? Ja. Ey, der Attenkram macht mich krank. Ist dieser Arm hier? Boah, ich werd wahnsinnig. Ich echt. Ist ja gut, okay. Wir sind an einem Einbruch mit Todesfolge dran. Reicht das? Das reicht dann. Hey, was wird das denn? Altes spanisches Sprichwort. Man muss den Stier bei den Hörnern packen. Mit einer Hand. Verstehe.
ein glatter Genickbruch. Jemand umgestoßen. Es ist möglich, dass er einen Schlag auf den Hinterkopf gekriegt hat. Er hat eine schwere Verletzung. Aber die muss ich erst nach gründlich untersuchen. Ja, das liegt brannte, als der Nachbar ihn gefunden hat. Und dann hat er einen Kerzenständer in der Hand. Naja, das sieht fast so aus, als ob er sich gegen jemanden verteidigen wollte, wenn du mich fragst. Wenn ich dich frage. Ja? Wer sagt denn, dass ich dich fragen will? Ja, das könnte ja sein, oder? Was machst du denn hier überhaupt? Chef, komm. Wer von euch hat diesen Versehrten hier angerufen? Ajo, ich dachte, es könnte nicht schaden, wenn Miguel mal mitkommt zum Tatort. Sag mal, seid ihr verrückt geworden? Wenn dem hier was passiert, während er krankgeschrieben ist, dann... Ajo! Ja? Ich hab was. Das ist meine Schuld, okay? Ja, natürlich ist es deine Schuld. Hier, das habe ich oben gefunden. Der Professor hat aber gar keine Kinder. Diese Kinderborkis, die laufen immer auf der gleichen Frequenz. Hast du vielleicht mal versucht, das andere zu erreichen? Hab ich, ist aber kaputt. Ja. War's das? Ja. Vielleicht haben Sie an dem Bus gesessen. Was denn für ein Bus? Nachbar hat beobachtet, wie da hinten gestern ein Transporter weggefahren ist. Vorher sind 3 oder 4 Leute eingestiegen. Hat die Spursicherung schon hingeschickt? Was ist das denn? Das gibt's ja nicht. Hey! Hey, Moment mal! Hey! Was ist denn hier? Wir haben ja wirklich alles falsch gemacht, was man nur falsch machen kann. Meinst du, es waren vielleicht doch keine Jugendlichen? Was weiß ich. Erst Täter oder ich weiß auch. Hey, Moment mal. Hey, nehmt ihr mich vielleicht mit oder was? Wir fahren ins Präsidium. Das weiß ich ja. Du kannst per Anhalter fahren. Hm? Der Arm, der steht ja schon. Okay. Pass mal. Morgen. Frühstücken. Nee. Jörg, schweige. Okay. Frühstück. Wir haben nachgeschlossen. Also um diese Uhrzeit? Darf ich erinnern? Nein. Du siehst schlecht aus. Schlecht geschlafen? Ich kann es dir schmieren. Ich weiß, du bist kein Baby. Sag mal, Burkhard, seit wann liest du Zeitung? Seit wann interessiert dich, was ich tue? Diese Kinderwalkies wurden natürlich in zig Geschäften verkauft. Das waren doch sicher keine Kinder, die da eingestiegen sind, oder? Die Kriminellen werden immer jünger, statistisch erwiesen. Es gibt Fingerabdrücke auf den Batterien. Aber leider keinerlei Übereinstimmung mit unserer Kartei. Außerdem wurde der VW-Bus gefunden. Und das Reifenprofil passt zu dem, was wir in der Villa entdeckt haben. Ja, ich würde vorschlagen, wir veröffentlichen die Geräte im Fernsehen und in der Zeitung. Und vielleicht haben wir ja Glück und in irgendeinem Kinderzimmer fehlt eins. Ihr seid ja richtig gut. Naja, wir müssen den fehlenden Mann ausgleichen. Das Opfer des Gewaltverbrechens wurde vermutlich mit dem am Tatort sichergestellten Kerzenleuchter am Hinterkopf getroffen. Daraufhin stürzte das Opfer die Treppe des Wohnhauses hinunter. Der Kampf hat nach den ersten Ermittlungen auf dem Treppenabsatz des ersten Stockwerkes stattgefunden.
An einer Tür im Untergeschoss konnten deutliche Einbruchsspuren festgestellt werden. Also dieses dilettantische Vorgehen, wenn das kein Ablenkungsmanöver war, dann handelt es sich wirklich um jugendliche Straftäter. Vielleicht wollten sie keine Gewalt anwenden. Vielleicht sind sie in Panik geflohen, als der Professor die Treppe hinunterstürzte. Vielleicht haben sie ihn auch hinuntergestoßen. Jedenfalls, sie haben nichts mitgenommen. Nee, aber sie haben was dagelassen. Mikkel. Chef, jetzt hör mir doch erstmal zu, okay? Wenn das hier keine erstklassige Spur ist, dann kannst du mir auch noch den anderen Arm brechen. Einverstanden? Eine unverwechselbare Uhr, weißt du noch? Ich dachte, die kennst du doch. Diese Uhr hier, genau diese Uhr, die habe ich kurz vor dem Überfall auf das Juweliergeschäft anprobiert. Die Seriennummer stimmt, habe ich schon überprüft. Gut. Sehr gut. Ihr setzt euch mal mit dem Dezernat Raub in Verbindung. Wir? Ja, ihr. Wieso die? Naja, und ich spreche mal mit dem Arzt. Auch nicht das beste Gedächtnis, die Gute. Ja, du weißt doch, wie Verkäuferin sind. Wenn du nicht ordentlich Kohle im Laden lässt, übersehen sie dich das nächste Mal. Ach, du wirst übersehen? Ja. Das kann ich gar nicht glauben. Naja, immerhin auch hier. Zwei jugendliche Täter, diesmal zwei Jungs. Von denen jede Spur fehlt und die Beute ist... Kleckerkram. Aber die Personenbeschreibung gleicht sich. Und alle Überfälle fanden hier in diesem Gebiet statt. Und wahrscheinlich kennen sie hier die Fluchtwege am besten. Ja. Wir rufen Ayo an. Möchten Sie eine Postkarte? Nein, danke. Bitte schön. Oh, nee, echt. Nee. Ich krieg die Krise. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Jan hat eben angerufen. Vermutlich bist du beim Juwelier zwei von den jugendlichen Serientätern begegnet, die unsere Kollegen von Dezernat Raub schon länger beschäftigen. Oh, den kenne ich doch. Es gibt da einen Zusammenhang, du hattest recht. Ja, dafür werde ich ja auch mit Innendienst belohnt, ne? Das Ganze hat vor dem Tod des Professors niemand so richtig ernst genommen. Deswegen gibt es keine Fingerabdrücke, die wir vergleichen könnten, kaum Zeugenaussagen. Aber hier gab es einmal einen Zeugen, aber der war obendrein noch gehörlos. Geh doch diese Protokolle einfach mal durch. Hm? Reicht nach dem Mittag. Willst du nichts essen? Nee, danke. Hungerstreik, was? Chef, das ist meine Spur. Genau. Und es ist dein Arm. Zeug. Das kann kein Zufall sein. Du musst hier irgendwo sein. Ich meine, als ich im Laden war, da war auch ein gehöriger Junge, der Miguel. Da eingekauft hat. Hey, hallo! Ja, was denn? Wie hast du das wieder hingekriegt? Was denn? Ja, was denn ist mit dem Arm? Was hat denn der Arzt gesagt? Der Arzt meint, ich bin der erste Beamte in seiner ganzen Laufbahn, der seine Krankschreibung anfechten will. Polizei, können wir reinkommen? Ja, Moment. Hier, guck mal. Eingeschränkter Dienst wieder möglich. Ja, eingeschränkter Dienst. Aber keine Außeneinsetzung. Was ist das hier? Das ist kein Außeneinsatz. Sind wir gleich drin? Ja, also meine Jungs sind nicht da. Robert ist nicht ihr einziger Sohn? Nein, ich habe noch Burkhard, meinen Ältesten. Aha. Ja, wollen Sie ein Foto sehen? Ja, klar, warum nicht? Gerne. Die Jungs haben gerade neue gemacht. Kommen Sie doch rein. Bitte nehmen Sie Platz. Hier. Ja, das ist Robert und das hier ist Burkhard. Mein Ältester. Aha. Ja, die beiden sind ein Herz und eine Seele. Er kümmert sich rührend um ihn. Ist ja nicht so einfach für einen Jungen in dem Alter, ne? Ja, klar. Sagen Sie, ist Robert eigentlich schon immer, ich meine... Gehörlos? Ja. Nein, er hatte im Alter von 2 eine Hirnhautentzündung. Ich bin ja froh, dass ich ihn habe.
Frau Jung, eine Frage. Frau Jung, wir möchten Robert gerne noch mal Zeugen befragen. Es wäre schön, wenn er heute Nachmittag vorbeikäme. Klar. Danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Die beiden anderen sein. Ich weiß es nicht genau. Ich bin mir nicht ganz sicher. Scheiße. Bin mir nicht ganz sicher, bin mir nicht ganz sicher. Junge, du bist der klassische Zeuge. Hey, pass doch mal! Mann. Also waren die beiden jetzt im Laden oder nicht? Entscheid dich mal. Dieser Robert ist jedenfalls kein zufälliger Zeuge. Miguel, ein ganz Gehirn, genau. Du als Mitglied einer Räuber... Hey, das ist mein Wagen. Das ist ein Einsatzfahrzeug. Hallo, kein Problem. Wir müssen ganz wichtige Funktion für die haben. Der ist Lockvogel. Hä? Logisch, der ist Lockvogel. Lass ihn mal. Miguel, das wird nichts. Er kann nicht sprechen. Er schweigt nicht, weil er nichts versteht. Er schweigt, weil er ganz genau weiß, was los ist. Ich mach das schon. Wenn du meinst. Du steckst in Schwierigkeiten, Robert. Du warst beim Juwelier, als diese Uhr geklaut wurde. Du erinnerst dich an mich, stimmt's? Das solltest du aber, weil es geht um Mord. Robert, Mord! Miguel! Wer unter Mordverdacht steht, der hat erstmal keinen Spaß mehr, der fährt erstmal in den Knast, Robert. Knast! Also, wie heißen deine Freunde, die bei dem Einbruch mitgemacht haben? Robert, bei dem Einbruch ins Haus des Professors. Stopp und hört aber Uhr auf! Verkauft? Du hast sie verkauft? Robert, an wen hast du die Uhr verkauft? Ach, Bardorf, an einer Bann. Und wie sah der Mann aus? Es war das. Robert, schreib es auf. Er schreibt, er kannte die Leute nicht, die den Überfall begangen haben. Als die Verkäufer abgelenkt waren, hat er diese Uhr mitgehen lassen. Er hat sie dann am Hauptbahnhof an einen unbekannten Mann Mitte 50 verkauft. Mehr weiß er nicht, schreibt er. Heute kein Champagner? Wie gut? Du machst Franziska, oder? Du hast keine Chance. Aber du bitte. Hast du nicht gesehen, wie Jörg Franziska geküsst hat? Franziska mag Jörg, weil er der Boss ist. Weil er die großen Dinge drehen kann. Und du kannst doch nicht mal dein eigenes Ding drehen. Bleib, wo du bist!
Und du solltest dich vielleicht in nächster Zeit nicht so oft mit ihm sehen lassen. Was meinst du damit? Was ich sage. Oder willst du, dass Robert die Bullen auf unsere Spur führt? Gratuliere. Die Mordkommission fasst einen behinderten Ladendieb. Hajo, ich bin mir ganz sicher, dass er was mit dem Mord zu tun hat. Genau das ist das Problem. Du bist mir ein bisschen zu sicher, Miguel. Weißt du, was das Ding kostet? Nicht mal 20 Mark. Dafür steckt der Junge jetzt bis zum Hals in Schwierigkeiten. Ab sofort. Nicht einen tun, nicht einen Schritt, ohne dass ich ihn vorher absegne. Ist das klar? Chef. Ich weiß, du hattest den richtigen Riecher. Aber wir müssen jetzt sensibel vorgehen, sonst machen wir uns alles kaputt. Hast du mich verstanden, Miguel? Ja. Frau Jung? Guten Tag, Trautschke. Meine Jungs sind ehrlich. Tut mir leid, dass ich Ihren Sohn so lange habe warten lassen. Er hat noch nie etwas getan. Kann Ihr Junge von den Lippen ablesen oder können Sie übersetzen? Und keine Spielchen mehr. Heute Nacht muss alles ratzfatz gehen. Keiner kommt auf die Idee, dass wir zweimal in dasselbe Haus einbrechen. Der alte Zausel, dieser Professor ist hin. Da stört uns garantiert keiner und wir können jetzt in Ruhe um die Wertsachen kümmern. Was? Was? Vielleicht doch gar nicht schlecht, dass du Robert nach Hause zu Mama geschickt hast. Dann funkt er uns nicht mehr dazwischen. Ist doch verrückt. Ich meine, der alte Mann ist tot unseretwegen und ihr wollt wieder dahin? Wenn du Angst hast, hast du Angst oder was, hä? Wovor hast du Angst? Hast du Angst? Wenn du Angst hast, hier, dann geh zu Papi. Franzi, siehst du mal so, wenn wir es nicht machen, ist der Alte umsonst abgekratzt. Genau, stimmt. Völlig umsonst. Lass uns die Sachen da rausholen, seinetwegen. Wir widmen den zweiten Bruch dem Andenken des Professors. Ja! Robert, ich möchte von dir wissen, für wen dieses Herz war. Für deine Mutter? Für ein Mädchen, was? Ist wohl ein tolles Mädchen. Wer ist dieses tolle Mädchen, für das du dieses Herz geklaut hast? Franziska weiß nicht, dass ich das geklaut habe. Franziska mag Jörg mehr, weil Jörg die richtig großen Dinger dreht. Franziska. Er sagt, er wollte, dass Franziska ihn bewundert. Ist das Jörg? Ja, das ist Jörg. Das ist ein Freund. Das ist der, der den Juwelier überfallen hat. Stimmt's? Nein, ist da im Arm. Peter Professor leidet dabei. Robert Professor hat sich Doktor. Mama, bitte. Nein. Du bist die Na, der Polizei. Nein. Frau Jung, sagen Sie uns bitte, was er gesagt hat. Nein, das kann ich nicht. Das darf nicht sein. Ich kann doch nicht weiter. Ich bin Doktor. Was hat er gesagt? Der Professor. Er ist der Mörder. Der Burkhard. Nicht Burkhard? Ich war da. Nee, du bist. Sie suchen ihn. Ja, ach, ich bin. Ja, ach, er hat das gewusst. Sie? Ich bin. Sie haben das gewusst, dass er ist wie die anderen. Ich. Nicht ja, nur ich bin, behindert. Ich bin. Er will mit Ihnen sprechen. Ja. Alleine, ja. Du bist also ein Mörder, ja? Ich glaube nicht, dass es Mädchen gibt, die Mörder bewundern.
Warst du allein? Wie ist das passiert? Du hast ihn die Treppe runtergestoßen. Ja? Das zeigst du mir am besten. Ja? Alles klar. Die Fahndung nach Roberts Bruder und diesem Jörg Winter, die hat bisher nichts gebracht. Sie sind nicht zu Hause, keiner weiß, wo sie sind. Übrigens, ich schuldet dir was. Na, wenn. Später. Hallo. Hallo. Danke, dass du mitgekommen bist. Du, ich hack so einen Fall doch nicht einfach ab, nur weil ich den Mann nicht mehr auf dem Tisch liegen hab. Bleib da dran wie ihr. Meinst du, der deckt jemanden? Ach, ich glaube, der würde alles tun, um bei seinen Freunden anerkannt zu werden. Wir arbeiten, ganz da. Robert, komm mal her. Wer hatte den Leuchter? Den Leuchter, wer hatte den? Du hattest den Leuchter? In welcher Hand? In der? In der anderen? In welcher? Der Professor. Was, der Professor hatte den Leuchter? Das kann nicht sein. So kann es nicht gewesen sein. Robert. Das ist alles Quatsch. So kann das wirklich nicht gewesen sein. Robert, hast du ihm den Leuchter weggenommen? Der Schlag wurde nämlich von hinten geführt. Und wenn die beiden hier gekämpft haben, dann muss er sich irgendwie umgedreht haben. Zack, Schlag auf den Hinterkopf, Gleichgewicht verloren und... ist er abgestürzt. Das würde bedeuten, ein zweiter war da, der wahrscheinlich von unten gekommen ist. Das heißt, der Professor wurde abgelenkt, damit Robert schlagen konnte, oder... Ja, oder jemand ist Robert zur Hilfe gekommen. Hast du ihn geschlagen? Ja. Wir waren noch hier außer dir, hä? Aha. Danke. Eine Streife hat Roberts Bruder entdeckt. Und der ist wahrscheinlich auf dem Weg hierher. Nie verraten. Toller Bruder, ihr Scheißverräter! Du Schwein! Du Schwein! Da machst du doch gar nichts machen! Du Scheißkrank! Dein Bruder hat gerade den Mord auf sich genommen! Scheiße, was? Dein Bruder hat den Mord! Mach keinen Scheiß, Mann, Robert! Sag, wer es war! Sag die Wahrheit! Sag die Wahrheit, Mann, Robert! Er war es nicht! Robert war es nicht! Ich wollte den Professor doch nicht umbringen! Die Treppe. Er ist einfach die Treppe runtergefallen.
fürs Berichten, gell? Irgendwie war es ja dein Fall. Natürlich auch eine unverwechselbare Uhr, ist doch klar. Was heißt denn unverwechselbar? Ja, unverwechselbar. Aber Uhren werden heute industriell hergestellt. Selbst die edelsten aus Glashütte oder so, selbst die gibt's mal mehr. Alter, hast du Glashütte gesagt? Ja, Glashütte. Ey, das ist es, Baby. Aua. Ich hab dir eine Glashütte mitgebracht. Ey, was gut auf sie aus, sie soll mal unseren Enkeln gehören. Komm, das ist der letzte, okay? Der letzte seit 12 Läden ist das der letzte. Die haben bestimmt eine Glashütte oder sowas. Eine Glashütte kostet 20.000 Mark. Du willst doch nicht 20.000 Mark für eine Uhr ausgeben, oder wie sehe ich das? Warum nicht? Okay, pass auf. Ich warte im Wagen, mach deinen Quatsch alleine, aber beeil dich, okay? Okay. Unisex, das ist der neue Trend. Die können Männer und Frauen tragen. Unisex, ja? Ja, das klingt gut. Und was würde die kosten? 6.500. 6.000. Ja, das ist das Minimum, ne? 6.500? In Stahl. Wir haben sie natürlich auch in Gold da. Oh, nee, Gold. Nee. Ich finde die... Guten Tag. Sehr schön so. Also, die ist schön schlicht. Wir sind an etwas Sportlichem interessiert. Hätten Sie da was da? Oh, wenn Sie mal bitte schauen. Ja. Kann ich die mal anprobieren? Natürlich, selbstverständlich. So, schauen Sie sich mal die an. Ja. Die gefällt dir? Die ist kaputt, schauen Sie mal. Zeigen Sie. Das schließt gar nicht. Oh Gott, Sie haben ja recht. Wie wär's hier mit? Ja, die wäre was für mich. Wir haben auch noch andere da. Bitte entschuldigen Sie mich einen Augenblick. Gerne. Was kann ich für Sie tun? Einen Augenblick, bitte. Also für 6.500 Mark kann man schon erwarten, dass der Verschluss funktioniert, oder? Darf es eine Armbanduhr sein? Bundbagger. Blitzbagger. Ich zeige Ihnen die mal. Nein, du zeigst. Und die vielleicht? Also, wenn Sie 2.000, 3.000 runtergehen, dann... 2.000, 3.000. Ja. Und die? Nein. Bianca, bitte kommen Sie doch mal. Ja, einen Moment bitte. Der junge Mann möchte einen Wecker, oder? Bundbagger. Blitz. Etwas mit Blitz. Blitz. Jetzt. Blitz. 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 Vielleicht meint der Diamant. Kann ich dir helfen? Was? Willst du uns zeigen, was du suchst? Ein bitte was? Haben Sie Funkwecker? Natürlich haben wir Funkwecker. Auf Wiedersehen. Schönen Tag noch. Wiedersehen. Wiedersehen. Halt! 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 Ausgefallen, die Jungs! Hey! Was
okay. Mist. Hey. Ja, die haben von ihm den Tag. Hey, was ist los, Mann? Was passiert? Das war ein Überfall. Die sind mit dem Huhn weg. Die Gelb krank geschrieben? Wie lange? Du kennst ihn doch, Rayo. Er hat sich mal wieder voll reingeschmissen. Reingeschmissen, hingeschmissen wohl eher. Wie lange ist er krankgeschrieben? Hey, Miguel, was machst du denn hier? Na, seine Zeugenaussage. Zeugenaussage? Wozu denn Zeugenaussage? Die ganze Welt weiß von eurem genialen Vorgehen. Was machst du denn hier? Raus! Chef. Oh Gott, Chef, jetzt kümmere dich. Direkt neben euch. Jugendliche Ladendiebe. Unbewaffnet. Das ist doch wohl... Ja, was hätten wir denn machen sollen? Das ging so schnell. Komm, du kennst die Fußgängerzone um die Uhrzeit. Nein, die kenne ich nicht um diese Zeit. Da sitze ich hier auf meinem Hintern und arbeite. Raus! Hey, als die beiden reingekommen sind, ich hab sofort geschnallt, mit denen stimmt was nicht. Mhm. Ich wollte erst mal observieren. Du bist vollkommen überrascht worden, stimmt's? Ja. Du hast mir nicht gesagt, dass du Robert mitmachen lässt. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Ey, du hast meinen Ball. Ja, also du hast meinen Ball. Alter, Mann. Hey, die Pille. Hör auf, hör auf. Hör auf, lass den Scheiß. Was haben wir denn hier? Ey, spinnst? Die hat mich gebissen. Hey, da ist er ja, unser Held. Und wenn es den nicht gäbe, man müsste ihn erfinden. Ja, hallo, mein Hörgerät ist ausgefallen. Kann mir das mal jemand übersetzen? Er sagt, der Typ, der euch verfolgt hat, hätte fast Franziska erwischt. Ach, um sie macht er sich Sorgen. Okay, pass auf. Wenn du dabei bleiben willst, tu, was ich dir sage und halt die Schnauze. Kapiert? Na also. Und wer jetzt noch meckert, kriegt eins auf den Wecker. Wow. Ey, Finger weg. Die ist viel wert. Sieht irgendwie normal aus. Ey, zeig mal ein bisschen Dankbarkeit. Das ist ein super teures Schweizer Teil, Alter. Ich hab keinen Bock mehr auf Klamotten und CDs. Billiger Plunder. Das lohnt nicht. Dafür riskiere ich's nicht mehr. Stimmt. Bargeld wäre cooler. Dann einfach shoppen gehen und an der Kasse bezahlen. Es ist ja schön, dass ihr das genauso seht. Seid ihr heute Abend dabei? Mr. Holmes, Mr. Watson. Ayo, Miguel meint, wir sollten die Sache trotz allem weiterverfolgen. Mhm. Ich meine, Chef, so nah dran wie ich war keiner. Nicht unsere Zuständigkeit. Dezernat Raub. Freund, erhol dich gut. Ich mach weiter, ist doch Ehrensache. Du bist krankgeschrieben. Ich bin nicht krankgeschrieben. Du bist nicht krankgeschrieben? Ich bin topfit. Chef, der Arzt hat gesagt, Herr Alvarez hat er gesagt, alle Achtung. Weiter so. Wie heißt der Arzt? Chef, gib mir eine Chance, okay? Miguel, lass mich wenigstens auch mal laufen. Hey, jetzt sieh das doch mal positiv. Du hast doch jetzt viel mehr Zeit, wie lange. Wie heißt sie gleich? Ja, verdammt, unterwegs.
nächsten Mal ran. Hast du schon Ruhe gekauft? Robert? Den Tipp habe ich von einem Kumpel von mir. Da steht eine riesen Villa in Godes. Hier, hopp. Robert. Der Besitzer ist irgendein Professor oder sowas. Hat auf jeden Fall einen Haufen Kohle. Und jetzt kommt das Beste. Er ist verreist. Jetzt kommt das Allerbeste. Der Typ, der mir den Tipp gegeben hat, der nimmt uns die Sachen nach dem Bruch ab. Astreine Löhnung. Und er? Er? Macht natürlich mit. Hier. Der vermasselt's doch. Die ist für dich. Ja, geht ein bisschen schwer zu, aber du hast ja geschickte Hände, ne? Der vermasselt's doch. Der vermasselt nix. Na komm, Anna, was ist denn los? Hey, Mann, wir waren verabredet. Hä? Quatsch. Wieso denn gesperrt von ganz Leipzig? Ich meine, ich... Aus welcher Abendausgabe? Hanna, du weißt genau, was die Presse immer für Dreck schreibt. Das stimmt alles gar nicht. Das haben die erfunden. Was ist... Hanna? Hanna? Prost. Hey, danke. Was hast du? Was ist denn los? Was hast du denn? Beile Puder, Beile, bitte ein. Okay. Reg dich nicht auf. Ich verstehe dich. Dein Bruder behandelt dich echt wie ein Kind. Komm, wir müssen los. Eine Taschenlampe für dich und wir sind da. Tu mir einen Gefallen, fummeln hier nicht dazwischen. Ey, wo bleibt ihr denn? Wieso? Sind wir zu spät? Ja, ey, sag mal, wofür verteile ich eigentlich scheiß teure Uhren, hä? Ich hab gesagt, Robert hat stehen. Halt die Fresse! Die sind für dich. Oh Mann, ey. Sag ihm, er kann Schmiere stehen, okay? Sag ihm das. Ich will machen. Ja, was sagst du? Ey, ich hab's verstanden. Ich zieh jetzt nicht weiter rum, sonst könnt ihr beide nach Hause fahren, okay? Los, Ries, komm, hey, hier sind die Walkies. Ja, super. Sind von meinem kleinen Bruder. Funktionieren aber super. Ja. Was soll denn das werden? Stille Post? Guck doch mal nach. Hier. Und go. Ist da wer? Was machen Sie denn hier? Thank you.
Dort. Los, weg hier. Komm, ist nicht deine Schuld. Los, komm! Mir ist schneller draußen gewesen. Das war Roberts Schuld, dieser verdammte Kopf. Das war nicht Roberts Schuld. Kein Zuhause? Das Revier ist mein Zuhause. Hey Miguel, du weißt genau, wenn Heinrich... Hör mal, du hast mir versprochen, mich auf dem Laufenden zu halten, oder? Ja. Ey, der Attenkram macht mich krank. Ist dieser Arm hier? Boah, ich werd wahnsinnig. Ich echt. Ist ja gut, okay. Wir sind an einem Einbruch mit Todesfolge dran. Reicht das? Das reicht dann. Hey, was wird das denn? Altes spanisches Sprichwort. Man muss den Stier bei den Hörnern packen. Mit einer Hand. Verstehe. Auf den Hinterkopf gekriegt hat. Er hat eine schwere Verletzung. Aber die muss ich erst noch gründlich untersuchen. Ja, das liegt brannte, als der Nachbar ihn gefunden hat. Und dann hat er einen Kerzenständer in der Hand. Naja, das sieht fast so aus, als ob er sich gegen jemanden verteidigen wollte, wenn du mich fragst. Wenn ich dich frage. Ja? Wer sagt denn, dass ich dich fragen will? Ja, das könnte ja sein, oder? Was machst du hier überhaupt? Oh, Chef, komm. Wer von euch hat diesen Versehrten hier angerufen? Ajo, ich dachte, es könnte nicht schaden, wenn Miguel mal mitkommt zum Tatort. Sag mal, seid ihr verrückt geworden? Wenn dem hier was passiert, während er krankgeschrieben ist, sagt er. Ajo! Ja. Ich hab was. Das ist meine Schuld, okay? Ja, natürlich ist es deine Schuld. Hier, das habe ich oben gefunden. Der Professor hat aber gar keine Kinder. Diese Kinderwalkies, die laufen immer auf der gleichen Frequenz. Hast du vielleicht mal versucht, das andere zu erreichen? Hab ich, ist aber kaputt. Ja.